Willkommen zur letzten Aufnahme von Hogwarts Legacy. Seit der letzten Folge sind einige Stunden vergangen. Man sieht es nicht auch nur optisch, sondern auch im Fortschritt. Ich habe einiges gemacht. Bin ich auf Stufe 38. Wir haben zu 89% aller Herausforderungen erfüllt. Ach, hier bei der Sammlung ist einiges passiert. Natürlich, ich bin noch nicht fertig. Aber von der Weltkarte her fehlen mir nur zwei Truhen. Und das, was noch in Hogwarts und in Hogsmeade versteckt ist. Bevor wir zur Hauspokalverleihung gehen, gibt es aber noch einen optionalen Unterricht. Und ich bin gespannt, was in Geschichte der Zauberei passiert. Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden ziemlich langweilig zu für sein. die Zaubereimühlenindustrie befassen. Wach bleiben. Während der vielen Koboldschlachten gingen unzählige Zauberumhänge verloren. Ja, tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte Ein geschieht Geist außerhalb unterrichtet des die Schüler. Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Und jetzt begeben wir uns zur Eingangshalle des Glockenturms. Wenigstens Sie wurde sind wir aus dem Unterricht gemeinsam raus. Mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Wenn das Let's Play vorbei ist, wird es nochmal ein extra Video geben, wo ich meinen kompletten Eindruck zum Spiel wiedergebe. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Ich hatte nie das Drachenpocken. Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind Den letzten konnten wir ja verhindern. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Brackbor, den Namen kenne ich. Wahrscheinlich in einer Sammelkarte stand er drauf. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lodgok meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohl bekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Kobold-Artefakt. Weitersuchen des Glockenturms finden. Ich empfehle wärmstens, dass alle Schüler sich mit diesen Helden. Sammel die Handbreite zu Grimbald Weft. Dieser Schädel des berühmten Schneiders Grimbald Weft, der während des Koboldaufstands von 1752 mit seinen geschickten Näharbeiten die Mäntel zahlloser Hexen und Zauberer flickte und so verhinderte, den Kampf krank wurden. Ah, ich sehe, Sie haben Grimbald Weft gefunden.
Ja, die Suche war schön. Es war bloß ein alter Schädel. Ja, es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Zeitlich. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit schon etwas älter, und allgemeinen Beginn des Schuljahres von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Ein Gefolge treuer Ritter sammelt sich das Buch noch ein bisschen. Symbolische Wache über den Glockenturm. Revelio. Was ist die Katze? Und Sir F. Puddle von der heiteren Miene unter den Regen der Ritter erblicken. Ah. Ne, das sind der winkende Ritter. Diese rüstige. Ah, Sir F. Puddle. Eine heitere Miene. Ein legendären, freundlichen Ritter, der dank seiner freundlichen Art und seines Verhandlungsspiels angeblich jede Schlacht gewann, bevor es überhaupt in Kampf kam. Einige vermuten, diese Erfolge könnten eine besondere mächtige Fröhlichkeit zu gelegen haben, die sich selbst belegte. Auf Übungsplätzen und in Küchen? Wo sein warmes... Professor Binz, ich habe Sir F. Puddles Statue entdeckt. Sehr gut. Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augenkontakt ist nicht immer zu empfehlen. Er war das ist so richtig. Beliebt, wissen wir auch aus der Kammer des Schreckens. Einige Kobolde um ihn trauerten. Das kam bei den anderen Kobolden natürlich nicht gut an, denn die meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Schade, dass sie nicht miteinander auskommen. Aber stellen Sie sich vor, wie langweilig meine Vorlesungen ohne Koboldaufstände wären. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen. So, und das war jetzt auch die letzte Nebenmission. Ich habe schon alle erfüllt. Geschichte wird von denen geschrieben, die mich selber gespielt. Ich muss sagen, da waren auch keine zumindest Nennenswerten mehr dabei. Ja, mir wurde Gold gestohlen. Ja, es wie war ein Niffler. Wie können wir so viel tun und so wenig erreichen? Oder war noch? Ich hab hier eine Schatzkarte. Geh mal in den Dungeon rein.